Genau, ich erzähle kurz was über Opti. Ich weiß gar nicht, wie viele Slides das sind. Schon eine Weile her, dass ich die mal geschrieben habe. Genau, Opti ist ein Trusted Execution Environment. Es gibt so eine wunderschöne Spezifikation von dem Global Platform Committee oder von den Global Platform Leuten. Da steht drin, was ein Trusted Execution Environment definiert. Und zwar sind das Environments, wo man eigenen Code sicher ausführen kann und dass andere Leute da reingucken können. Klingt erstmal toll. Ne? Da kann dann nicht mal der Kernel sehen, was ich tue. Das ist also ein bisschen ähnlich zu dem SGX-Vortrag, den der Nico vor kurzer Zeit hier mal gehalten hat. Nur, dass das SGX wieder Intel-spezifisch ist und ein paar andere Besonderheiten mitbringt. Dieses Opti läuft jetzt nur auf ARM-Prozessoren, von daher steht man sich da nicht so ganz so doll im Weg. Genau. Für diese Global Platform T-Spezifikation gibt es mehrere Subteile und einmal gibt es so eine komplette Systemarchitektur, also wie ist das überhaupt aufgebaut. Ich habe da also einen Opti-Kernel und da laufen irgendwie Applikationen drin. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch noch einen Kommunikationsinterface zu meinem anderen Betriebssystem, was in der normalen Welt und nicht in der sicheren Welt läuft. Dafür gibt es dann die Client-API-Specification, damit die alle auf eine definierte Art und Weise miteinander reden können. Die Idee hinter der ganzen Geschichte ist natürlich, wir standardisieren das jetzt und wir standardisieren auch die ganzen APIs und dann könnt ihr eure Applikationen dafür schreiben, aber es ist nachher egal, welches Trusted Execution Environment ihr dafür verwenden wollt. So zumindest die Theorie. In der Praxis kriegst du natürlich die Implementationsdetails der einzelnen Trusted Execution Environments auch in deinen Trusted Applications immer mit, aber das ist ja besides the point. Dafür gibt es nämlich die T-Internal Core API, die ist die Schnittstelle, gegen die ich meine eigene Applikation innerhalb dieses Trusted Execution Environments baue. Und dann gibt es noch so Sachen wie T-Sockets und T-Secure Elements. Secure Elements ist sowas, wo mein T dann tatsächlich mit meiner Smartcard redet und da irgendwie so Secure-Sachen drauf ablegen kann. Aber soweit ich weiß, implementiert das Opti das nicht. Und T-Sockets ist eine Geschichte, wo man dann Netzwerk-Traffic direkt in das T rüber shippen kann, damit das da irgendwas damit machen kann, ohne dass da lange der Kernel noch dran rumfummeln muss. Genau. Kurz zur Einführung. So ein Prozessor, so ein moderner, hat immer verschiedene Exception-Level oder Execution-Level. Also ich habe normalerweise auf meinem Laptop benutze ich mindestens 2, wenn ich eine virtuelle Maschine laufen habe, sogar 3. Die sind bei ARM jetzt ein bisschen anders benannt, als man das von den x86-64 Prozessoren kennen würde. Aber das Ganze teilt sich eigentlich immer so auf. Ich habe so User Space, das ist das, wo mein Browser drin läuft. Das ist das, wo mein Inkscape drin läuft. Das ist das, wo mein Inkscape-Plugin hoffentlich nicht meinen Kernel-Memory lesen kann. Dann habe ich einen Exception-Level, das der Kernel hat, oder die virtuelle Maschine, kommt ein bisschen drauf an. Wenn ich virtuelle Maschinen habe, kommt das davor oder danach. Läuft da halt, wenn ich in einer virtuellen Maschine bin, läuft mein Kernel in dem Exception-Level darunter und das Level darunter wäre dann der Hypervisor, also der aufpasst, was die virtuellen Maschinen machen, damit die virtuellen Maschinen selber nicht auf den Hypervisor zugreifen können. Bei ARM haben sie sich jetzt ausgedacht, okay, das klingt erstmal ganz gut, das ist das, was wir immer implementiert haben, aber jetzt wollen wir auch noch Trusted Execution haben und deswegen haben sie gesagt, okay, es gibt jetzt wir teilen das quasi auf in eine linke Hälfte und eine rechte Hälfte und in der linken Hälfte läuft alles immer noch genauso wie vorher. Also ich habe meinen User Space, ich habe meinen Kernel, ich kann den Hypervisor haben, wenn ich irgendwie virtuelle Maschinen bediene, aber auf der rechten Seite gibt es ganz neu die Secure World und die Secure World ist ein bisschen besonders, weil alle Dinge, die die Secure World mit dem Speicher macht, werden im Speicher besonders markiert. Das heißt, alle Transaktionen, die irgendwie in den Arbeitsspeicher schreiben, sind besonders ausgezeichnet. Und es gibt dann einzelne Hardware-Bausteine, die vor jeder Transaktion gucken können, ob dieses Flag gesetzt ist und dann sagen können, nee, da darfst du nicht schreiben. Du bekommst aus der normalen Welt, das ist hier aber Speicher, der ist nur für die sichere Welt angegeben, da hast du keinen Zugriff. Und ich sag dir zwar jetzt, das hat geklappt, aber in Wirklichkeit ist es nicht durchgegangen. Und ein anderer Teil von Hardware auf diesen ARM-Prozessoren unterstützt das dann auch. Zur Kommunikation zwischen den beiden Welten gibt es dann hier unten diese Secure Monitor-Ebene. Das ist im Prinzip nur so eine kleine Übersetzungsebene. Also ich sage auf meiner normalen Welt, okay, ich will jetzt rüber in die Secure-Welt
und dann macht der Secure Monitor nur so ein bisschen Übersetzung, damit die andere Seite auch noch das lesen kann, was ich auf der linken Seite reingesteckt habe. Und auf der rechten Seite läuft es genauso. Also wenn ich irgendwann aus meiner Secure World wieder zurück in die Normal World gehe, dann passiert da auch nur so ein kleiner Übersetzungsvorgang. Das war ARMv7. ARMv8 sieht quasi genauso aus. ARMv8 ist das neue 64-Bit-ARM, new and shiny. Mit dem einzigen Unterschied, dass dieser Secure-Monitor jetzt quasi aufgelöst wurde. Da gibt es jetzt die Exception Level 3 Runtime Services. Und zwar haben sie sich überlegt, naja, also eigentlich bräuchten wir eigentlich auch öfter mal Software, die noch ein bisschen mehr kann als jetzt nur Reset zu machen, sondern wir wollen da auch noch Services implementieren, wie zum Beispiel ein standardisiertes Interface, um zu sagen, so kannst du deinen Prozessor neu starten. Das war immer so ein Problem, weil man dann individuellen Treiber für jeden Prozessor brauchte und man wusste nicht ganz genau, klappt das jetzt und habe ich den Treiber richtig geschrieben und wie sieht das mit den Reset-Werten aus, und da gibt es jetzt standardisierte Services für, die implementiert werden, und die laufen in derselben Ebene, aber die Ebene kann immer noch diese Übersetzungsfunktion, also da passiert im Prinzip immer noch genau das Gleiche. Genau, wenn ich jetzt so ein Opti starten will, dann muss ich so ein Opti im Regelfall starten, bevor ich meinen Linux-Kernel starte. Das ergibt sich daraus, dass ich ja nicht will, dass mein Kernel vorher irgendwelche Hardware manipulieren kann, damit mein Opti dann nicht mehr vertrauenswürdig ist. Das heißt, wie so ein Standard-ARM-Prozessor eigentlich startet, ist, ich habe irgendwie so ein Boot-ROM da drin und das läuft erstmal los und guckt nach in irgendeinem Header, der in meinen Daten mit dranhängt. Ah, jetzt, das soll ich laden. Und geht also los und lädt dann den Bootloader. In dem Fall ist das jetzt eine Barebox, könnte auch ein U-Boot sein, könnte auch, ich glaube, ganz neue Entwicklungen sind jetzt, dass man UEFI auch auf ARM-Prozessoren macht, könnte auch ein UEFI sein. Und das, was der Bootloader dann macht, ist als erstes das Opti zu starten. Wenn der Prozessor nämlich losläuft, ist er erstmal in der Secure World. Also ist erstmal in der höchst privilegiertesten Stufe und dann installiere ich da mein Secure World Betriebssystem und sage dann, okay, ich bin jetzt fertig, habe dafür gesorgt, dass mein Bootloader jetzt auch in der normalen Welt laufen kann, weil ich ihn darüber kopiert habe, und gehe dann einfach zurück in die normale Welt und der Bootloader merkt, ah, okay, das Opti ist jetzt installiert, alles klar, dann gehen wir jetzt weiter und starten unser Linux. Im Moment ist das für den Development-Prozess noch so, dass man den Bootloader startet und dann startet man das Opti direkt, bevor man das Linux startet. Demnächst soll es so sein, dass wir das Opti so früh wie möglich starten. Die Idee ist dahinter, dass man so wenig Code wie möglich ausführt, bevor man da das Secure World Operating System startet. Weil je weniger Code davor abläuft, desto weniger Angriffsfläche gibt es natürlich. Genau. Ich habe ja vorhin schon von den Hardware-Einheiten gesprochen, die so ein bisschen helfen, das Ganze sicher zu halten. Zum einen gibt es da RAM Protection. Da gibt es etwas, das hat ARM auch selbst mit ihren Cores. Das nennt sich Trust Zone Address Space Controller. Und der macht quasi genau das, was auf dem Papier steht. Der guckt bei jeder Transaktion nach, okay, der will jetzt auf den Speicher zugreifen. Ist das jetzt secure oder ist das normal? Okay, ist secure und das auch Secure-Bereich, das ist okay. Oder ist das secure und der will auf einen normalen Bereich? Naja, es ist auch noch okay. Aber jetzt kommt er aus normal und will in secure? Nee, das lassen wir nicht zu. Und das sorgt halt dafür, dass ich einen bestimmten Teil meines Arbeitsspeichers rausschneiden kann, und den kann ich spezifisch meinem Opti geben. Kann sagen, hier, das ist dein Speicherbereich, da guckt niemand rein, da kann auch der Kernel nicht reinschauen, weil wenn der Kernel das in der normalen Welt versucht, dann kriegt er halt Nullen zurückgeliefert. Das ist okay für uns. Dabei muss man allerdings bedenken, dass das tatsächlich nur für den Prozessor relevant ist. Alle anderen Teile auf meinem Prozessor, die auch auf Speicher einfach so zugreifen können, man denkt irgendwie an so DMA-fähige Geräte wie zum Beispiel eine serielle Konsole, die sind manchmal DMA-fähig, oder so seriell SPI oder I²C, sowas kann häufig einfach direkt in den Arbeitsspeicher schreiben, damit man nicht jedes Mal den Weg über den Prozessor gehen muss. Dafür gibt es auf den IMX-Prozessoren diese Central Security Unit, und da kann man sagen, okay, wenn dieser DMA-Master versucht zu schreiben, dann ist das eine Normalware-Transaktion und dann kann er da nicht drauf zugreifen und verhindert einfach, dass dieser Zugriff da passiert. Genauso passiert das dann auch mit dem Grafikprozessor, den ich da mit drauf habe. Dem wird also auch verboten, da diesen sicheren, abgesicherten Speicher zu lesen. Und
Der dritte Part ist, dass es tatsächlich auch noch periphere Hardware gibt, die in der Lage ist, selbst diese Bits zu setzen. Und die muss natürlich auch entsprechend konfiguriert werden. Das heißt, wenn ich meinen Opti starte, muss ich einmal mit der Hardware reden und dir sagen, so, das Opti ist jetzt gestartet, hier setzt niemand mehr das Bit für, du darfst auch aus der normalen Welt sichere Dinge tun. Das muss man also einmal ausschließen. Meist hat die Hardware da spezielle Register für, die sind dann write once und werden erst beim Reset wieder abgeschaltet, sodass ich da wieder drauf zugreifen kann. In dem Fall ist das jetzt CARM. Die CARM ist die Cryptographics Acceleration Module. Die kann so Beschleunigung für AES und verschiedene andere Cipher und kann auch so ein bisschen Mathematik natürlich. Aber das wird weniger benutzt. Interessant ist eigentlich AES-Beschleunigung und Hash-Beschleunigung. Gut. Dann gibt es die einzelnen Komponenten in meinem Opti. Da gibt es einmal so einen Kernel, der läuft nachher in dem Exception Level 1 und in meinem Exception Level 0 laufen nachher Trusted Applications. Das ist eigentlich soweit ganz einfach. Das ist wie bei meinem normalen Linux-Kernel auch. Da läuft irgendwo ein Kernel und oben drauf laufen irgendwelche Applikationen, die manchmal mit dem Kernel reden und von ihm Dinge wollen, wie Dateien. Hier ist es jetzt noch ein bisschen besonders, weil wenn ich mit dem Opti reden will, brauche ich natürlich auch auf meiner Linux-Seite irgendwas. Und da gibt es ein Programm, das nennt sich Opti-Client. Das muss ich installieren, anmachen und dann im Kernel auch noch meinen Kernel-Treiber dafür einschalten und das PCI. Weil wenn ich das Opti habe, dann darf meine normale Welt nicht einfach so CPUs neu starten. Das ist halt verboten und wird dann von dem Opti gemacht und das Opti sagt dann für die normale Welt möchte die CPU resetten, dann sagt das Opti, okay, ich mache jetzt CPU Reset und dann geht's von vorne los. Der Opti Client besteht aus einem Binary, das nennt sich tsupplicant. Das wird benötigt, um Services für die Secure World bereitzustellen, also für das Opti, weil das Opti erstmal per se keine Dateien speichern kann. Das ist einfach nicht vorgesehen, weil der Weg, den man da geht, ist, dass man dem Opti, dass das Opti sagt, okay, ich habe hier ein paar Daten, ich verschlüssel die jetzt einfach mit einem eigenen Schlüssel und dann gebe ich die an das Linux weiter und das kann das einfach ablegen. Da habe ich ja gar kein Interesse dran. Das kann die ja nicht lesen. Ich habe meinen Schlüssel einmal beim Start reproduzierbar generiert und dann lege ich das da drüben ab und dann kann das Linux da nicht drauf zugreifen und wenn es das löscht, dann sind meine Daten halt weg, aber das ist ja nur Denial of Service und kein Compromise. Solche Services. Oder ich möchte eine neue Applikation laden. Möglicherweise sind meine Applikationen gar nicht alle in das Opti mit eingebaut. Und dann gehe ich halt rüber und frage das Linux, ey, gib mir mal die Applikation, ist irgendwie diese lange Zeichenkette. Und dann sagt das Linux, ja, hier oder nee, habe ich nicht. Und dann muss man entscheiden, wie es weitergeht. Die Applikationen sind in dem Fall signiert. Das heißt, wenn ich die Applikation kompiliere, mache ich dann nachher eine Signatur dran. Der Public Key steckt mit im Opti, macht eine Signature Verification und lädt die Applikation nur, wenn sie korrekt signiert ist. Der Kernel macht eigentlich das, was jeder normale Kernel kann, aber ist so ein bisschen kleingeschnitten. Also er hat so ein bisschen Interrupt Handling, wobei ein Großteil des Interrupt Handlings sich darauf beschränkt, die Interrupt-Handling-Routine ist, oh, da ist ein Interrupt. Na, dann gehe ich mal lieber zurück in die normale Welt. Die weiß bestimmt, was sie damit tun muss, weil das Opti dafür so gut wie gar nichts implementiert. Besonderheit halt nur bei Devices, die tatsächlich nur von der Secure World gehandelt werden können, wie zum Beispiel diesen Trustzone Address Space Controller. Wenn ich da jetzt einen Interrupt kriege für, ey, hier hat ja gerade jemand versucht, auf den sicheren Speicher zuzugreifen, dann will ich da vielleicht auch in meinem Opti drauf reagieren können. Dann gibt es Device-Drivers, sind aber auch nur einige wenige. Also im Normalfall implementiert man so ein bisschen für den Watchdog, dann für die serielle Konsole, damit man im Opti auch nochmal irgendwas ausgeben kann, aber das eigentlich auch nur für die Entwicklung, weil im produktiven Betrieb braucht man es nachher nicht mehr. Und dann halt für die sichere Peripherie, mit der nur das Opti reden soll, wie dieser Trustzone Address Space Controller, ein bisschen was für die CARM, ein bisschen was für die CSU, aber meist sind das auch einfach nur, schreibt mal die Werte in das Register und dann ist alles in Ordnung. Es gibt ein Syscall-Interface für meine User-Space-Applikationen. Klar, irgendein Interface muss ich haben, um mit meinen Applikationen reden zu können. Und es gibt so ein bisschen Thread-Handling, aber das auch wirklich nur bare-bones. Weil die maximale Anzahl an gleichzeitig laufenden Threads ist auch vorher einstellbar.
ist nicht wahnsinnig kompliziert. Die Idee dahinter ist ja, dass man was möglichst Einfaches und Unkompliziertes schreibt, was man dann nachher noch durchblicken kann und von dem man sich relativ sicher sein kann, dass man jetzt keine wirklich groben Fehler eingebaut hat. Genau, dann gibt es diese TA-Library, die in der Spezifikation festgelegt sind. Und das sind die klassischen Funktionen, die man auch so von einem Standard-Linux-Programm erwarten würde. Also ich kann irgendwie Dateien aufmachen, ich kann da Daten reinschreiben, ich kann die Daten persistent speichern und dann macht das Opti im Hintergrund halt genau das. Oder ich habe kryptografische Funktionen, will heißen, ich will hier mal eben den Hash berechnen. Und dann gebe ich ihm halt die Input-Bytes, die Output-Bytes und dann kriege ich meinen Hash zurück. Ich habe so ein bisschen Memory-Management, ich habe einen Malloc, ich habe einen Free und ich habe einen Haufen arithmetische Funktionen. Also alles, was man braucht, um einigermaßen angenehm Applikationen zu schreiben. Weil mit Devices interagiere ich ja eigentlich sowieso nicht, weil ich keine Device-Treiber habe. Das soll ja eigentlich in der anderen Seite passieren. Ich will ja nur meine wirklich wichtigen Berechnungen auf der Opti-Seite machen. Genau. Und dann haben wir hier noch den T-Supplicant. Der läuft persistent auf dem System, wie vorhin schon gesagt. Und der kann also neben Sachen aus dem Dateisystem von meinem Linux rausholen auch noch so Sachen wie, ja, sag mir mal die aktuelle Uhrzeit. Das Opti hat ja gar keine Hardware-Clock. Oder lad mir mal diese TA oder speichere mal das und das. Und Kommunikation funktioniert da über einen Linux-Kernel User Space Interface. Das sind also einfach IOCTLs auf einem Character-Device. Dann sieht man auch, wenn man hier so ein T-Supplicant laufen hat, dann sagt er auch, ja, ist irgendwie geladen und läuft hier, kannst du irgendwie anfangen, deine Dinge zu machen. Was bedeutet denn die Abkürzung RPC? RPC, Remote Procedure Calls. Okay. Also in dem Fall kommt einfach ein Call von meinem Opti rein und da steht irgendwie drin, Uhrzeit. Mach mal. Und dann sagt der Kernel, okay, Uhrzeit kriege ich gerade noch so hin, da muss ich nicht User Space verfragen, aber wenn Opti sagt, hier, mach mal Datei auf und gib mir 400 Byte am Anfang der Datei, dann geht er halt in User Space, User Space macht die Datei auf und reicht das über das Kernel Interface gemappt als Memory-Bereich wieder weiter. So funktioniert das. Genau, und dann gibt es noch eine User Space Library, weil wir haben ja jetzt auf der einen Seite unsere Trusted Applications und dann brauche ich natürlich auf meiner Linux-Seite noch irgendwas, was mit diesen Applikationen auf der Opti-Seite reden kann. Die implementiert im Prinzip dieses IOCTL-Interface für den Kernel-Treiber. Ist einfach nur ein angenehmer Wrapper und abstrahiert so ein bisschen die ganze Ladegeschichte, damit ich die beiden miteinander verdenken kann. Genau. Was der Kernel-Treiber macht, ist, der benutzt dann diese besondere Instruktion, die es da gibt. Das ist die SMC-Instruktion für Secure Monitor Call. Die heißt auch immer noch so. Also er bereitet quasi die Register in der CPU so weit vor, dass da irgendwie drin steht, ey, ich will diese Funktion aufrufen und alle weiteren Daten findest du an dieser Speicheradresse und dann führt er diese Instruktion aus, dann geht es einmal rüber in die Secure World und die stellt fest, oh, hier ist gerade jemand neu angekommen, ah, der möchte irgendwie den Aufruf machen und der Rest steht in diesem Speicherbereich und dann fange ich an, in den Speicherbereich reinzuschauen und mache alle Dinge. Dann steht da möglicherweise drin, ich will meine Applikation laden. Dann kommt also ein RPC-Request wieder zurück in die normale Welt zum Linux. Und dann fange ich an, meine Applikation da zu laden, indem ich den Speicherbereich alloziere, die Datei lade und dann das Ganze wieder zurückreiche. Dass das alles komplett geklappt hat, sieht man, wenn man ein Board hat, auf dem das läuft, in dem hier der Kernel-Treiber einfach ausgibt. Okay, ich gucke jetzt mal nach, ob irgendwer überhaupt auf der anderen Seite ist. Kann ja sein, dass jemand vergessen hat, das Opti überhaupt zu starten. Und dann stellt er fest, ja, da ist jemand auf der anderen Seite. Ist irgendwie die Revision mit diesem Git-Hash und das Dynamic Shared Memory ist an und ist jetzt alles in Ordnung und kann anfangen, da Dinge mitzureden. So die Idee. Gut. Und das ist auch schon das Ende der Präsentation an sich. Jetzt muss ich noch mal da, genau, einmal hier rüber scrollen. Und das. So, und jetzt muss ich noch größer machen. Das war hier irgendwie so. Genau. Jetzt können wir die zumachen. Genau, das hier ist eins dieser Boards. In dem Fall ist das irgendwie so ein
IMX6 Quad Nitrogen Board. Jetzt muss ich nur nochmal resizen, damit man auch was sieht. Und das sind jetzt Load Averages? Ja, das sind Load Averages. Okay. Das ist der Devil-Server auf der Arbeit. Ich weiß nicht, ob gerade jemand angefangen hat, wieder einen Chromium oder so zu bauen. Okay. Im Regelfall machen die Leute das immer erst nach der Arbeit, wenn sie das für einen Kunden machen wollen, weil sich sonst alle anderen beschweren, dass der Devil-Server langsam ist. Oder ein Gluon, das könnte auch Chrissy sein. es ist not advisable. Load Average 50. Ja. Wie viele Prozessoren hast du? Die Kiste hat 48 Prozessoren. Oh, okay. Ja, dann, das ist gar nicht mal. Dann macht 50 ist doch noch wenig. Dann ist 50 in Ordnung, ja. Genau. Was heißt denn, wenn ich hier jetzt Bootnet eingebe? Dann holt er sich jetzt als erstes einen Kernel und er holt sich auch ein Opti und jetzt hat er hier auf der Seite schon das Opti gestartet. In dem Fall lief er jetzt auch schon ein Stückchen weiter. Das Opti ist der Part hier oben. Was heißt denn hier, macht er den ganzen Opti-Aufsetzkram. Ich weiß nicht, ob man hier... Genau, hier ist die Memory-Initialisierung. Also es ist nicht so wahnsinnig viel und es geht auch wahnsinnig schnell im Vergleich zu allen anderen Sachen. Ich glaube so, ne? Ich glaube, zwei kleiner ist noch okay. Genau. Und ganz hier unten sagt er dann, welche Trusted Applications er überhaupt schon einkompliniert hat. Und hier sagt er auch, ich habe gerade meinen Random Number Generator mit Nullen gestartet. Vielleicht nicht so gut, du solltest das mal fixen. Ja. Da sind wir gerade dabei. Und hier gibt es ein Primary CPU Switching to Normal World Boot. Und dann kommt anschließend das Linux und sagt, hey, ich bin jetzt da. Und dann läuft das Linux los, genau. Das Linux läuft auch genau bis hier unten und dann ist die Secure World, also diese serielle Konsole ist wieder Secure World Konsole. In dem Fall ist hier jetzt noch eine Trusted Application drauf, die versucht, einen TPM zu simulieren. Das hat allerdings nicht ganz geklappt. Da habe ich letztens dran gearbeitet. So, wir können jetzt auch mal gucken, ob das tatsächlich da ist. Das Opti hat eine komplette Regression-Test-Suite, die sie benutzen, um Regressions zu finden und bevor sie Releases laufen. Und da kann man einfach sagen, hier, versuch das nochmal. Und dann kann er hier die Core-Safe-Tests ausführen und dann merke ich, okay, hier drüben passiert auch was auf meiner Secure-World-Seite. Er guckt nämlich, ob er die Tests Applikation hat und startet sie dann. Genau, und da gibt es dann auch weitere Varianten, wo ich mal User Encryption, Decryption testen kann oder wo Basic OS Features getestet werden. Und da gibt es dann auch Tests, die dann ein bisschen länger laufen. Oder die, ich glaube 14 oder 12 oder so war es. Oder weiter oben in den Nummern, da fängt er an, dann die ganze Zeit Hashes zu berechnen und checkt die Ergebnisse gegeneinander. Genau. Und so funktioniert das Opti. Tendenziell muss man das nicht auf so relativ teuren IMX-Boards laufen lassen. So ein aktueller Raspberry Pi funktioniert damit auch. Also Opti läuft auch auf Raspberry Pi 3. Ich glaube dann in der 64-Bit-Variante. Den einzigen Nachteil, den man dann hat, es gibt halt diese Hardware-Einheiten nicht, die vor den unbefugten Zugriffen auf den Arbeitsspeicher schützen. Die sind nämlich beim Raspberry Pi nicht eingebaut. Die hat Broadcom sich gespart. Also dieses Secure World-Ding kriegst du halt dazu, wenn du so eine CPU verbaust. Die sind mittlerweile alle mit Secure World, aber du musst dich dann halt noch dafür entscheiden, dass du tatsächlich auch die Hardware-Einheiten für die Zukunftskontrolle haben willst. Und der Raspberry Pi ist ein ausreichend günstiges Gerät, dass man da darauf verzichtet hat. Ja, gibt's Fragen? Was genau bringt mir denn diese Trusted Execution Environment, wenn ich da auf dem Raspberry keinerlei Schutz habe, dass da nicht doch jemand mein Memory ausliest? Ja, auf dem Raspberry nicht so wahnsinnig viel. Okay, gut. Also fürs Experimentieren ist es ganz nett. Es gibt einen Haufen Leute. Also das Schöne ist ja, dass du auf einem, also einen Raspberry kriegst du halt für 30 Euro. So ein Nitrogen IMX Quad Board kostet irgendwie 350 oder so. Also das ist von der Verhältnismäßigkeit bei der Entwicklung halt relevant. Wenn ich da einfach nur mal mit experimentieren will, ist so ein Raspberry Pi völlig ausreichend.
Muss ich mir keine Gedanken machen. Wenn ich jetzt mein medizinisches Gerät damit bauen will und da irgendwie sichere Daten oder sichere Berechnungen in meinem Opti machen will, rate ich dringend davon ab, das überhaupt mit einem Raspberry Pi zu machen. Aber ja, das erklärt sich von selbst. Und in dem Fall, du hast auch gar nicht Echtzeitanforderungen, also die kriegst du ja gar nicht erfüllt mit dem Raspberry. Naja, das heißt, ich wollte gerade sagen, also medizinisches Gerät muss ja nicht unbedingt Echtzeitanforderungen heißen. Was, genau. Wie entscheidet sich jetzt, was genau Trusted Code ist auf einer Plattform? Muss ich das selber machen und in der Secure World dann reinbauen? Genau. Hier habe ich jetzt irgendwie Zeug, genau, was dann Trusted ist. Das heißt, im Prinzip ist es nur für Embedded interessant. Mm, weil ja, ich muss ja in der Secure World vor genau, Kernel Boot irgendwie Dinge tun. Genau. Okay. Du musst vor dem Kernel Boot auf jeden Fall deinen Opti aufsetzen. Das könnte auch für Cloud interessant sein zum Beispiel. Wenn ich da meinen Server eigentlich bei einem Anbieter in den Schrank stellen will, aber ich kann halt durch verifiziertes Booten mir sicher sein, dass da nur mein Opti drauf läuft. Und dann kann ich halt auch in der Cloud oder im fremden Rechenzentrum meine Berechnungen ausführen und weiß, okay, da ist jetzt niemand, der sich irgendwie über die Konsole in das Linux reingehängt hat. Wie mache ich verifiziertes Booten? Das hängt ein bisschen von deinem Prozessor ab. Schauen Sie den letzten Vortrag zu AMX-Prozessoren, die ich gemacht habe. Okay. Die AMX-Prozessoren haben die Möglichkeit, da kannst du die Hashes von einem Zertifikat reinfusen als Fuse halt, also richtig einbrennen. Das ist auf dem Board hier zum Beispiel auch passiert, wenn man das Board hier neu startet. Das ist mit den sehr guten Pengotronics Test Keys gefused. Und dann gibt es hier einen SRK, einen Super Root Key Hash, der also 4 Zertifikate umfasst, und dann macht er beim Starten eine Verifikation dieser Zertifikatskette. Und entsprechend ist mein Bootloader dann auch damit signiert und mein Image möglicherweise auch, und so kann ich sicher sein, dass da niemand anders was drauf booten kann, was ich nicht möchte. Okay. Deswegen sagt er hier jetzt auch Secure Mode. Und das heißt, im Zweifel kann ich dann das Ding ins Rechenzentrum schicken und weiß, die Fuses gehen nicht mehr raus und nur der kann dann meinen... Die kriegst du nicht mehr weg, genau. Okay. Das heißt aber auch, die Hardware ist für alle anderen Menschen nutzlos. Ja. Heißt, auch wenn du da einen falschen Super-Root-Key reinflasht, dann hast du einen gewöhnlichen. Genau. Also ich habe aus Richtung von... Hast du das gemacht? Nein, ich nicht. Ich habe aus Richtung von Nico gehört, dass das Trust Zone Zeug, was haben Sie gesagt? Es stellt Confidentiality sicher, aber keine Integrity, und deswegen kann man es eigentlich gleich lassen. Das ist richtig. Was ist deine Meinung? Es kommt halt darauf an, ob Integrity in dem Fall ein Ziel ist, deine Implementation, oder nicht. Rowhammer existiert und dann. Also kann ich mit Rowhammer da Bits drin flippen und der merkt das nicht? Ja, das ist aber. Also. Ja, das geht bei SGX nicht, weil SGX diesen fancy Merkle Tree aufbaut, der dafür sorgt, dass die ganzen Pages, die da drin sind, verifiziert sind. Theoretisch könntest du im Opti dasselbe auch aufbauen, indem du einen kleinen Teil deines Optis im SRAM laufen lässt und dann halt auch wieder deinen Baum aufbaust. Ah, das ist also nur, da haben die SGX-Leute mal irgendwas, was funktioniert, und dann bashen sie die anderen. Ja, also es geht schon, aber es ist natürlich mit signifikantem Aufwand hinterlegt. Will heißen, ich muss dann dafür sorgen, dass ein Teil meines Codes nur im SRAM läuft, nämlich genau der Teil, der diese Page-Verifikation macht, und ich muss halt aufpassen, dass mein Baum nicht zu groß wird, damit ich nicht über meinen SRAM-Content rauslaufe. Aber im Regelfall ist das unproblematisch, weil ich nicht so wahnsinnig viele Pages in meiner Secure World habe. Also. Wie groß ist der SRAM, den man so hat? Das kommt ein bisschen auf deinen Prozessor an. Ich habe jetzt auf den neueren Prozessoren ARM64 hast du irgendwas zwischen bis zu 1 MB tatsächlich an SRAM. Auf dem hier sind es, glaube ich, 512 Kilobyte. Okay. Aber davon, das ist halt immer so ein Trade-off. Also ich habe meistens nicht den ganzen SRAM, weil andere Komponenten möglicherweise auch SRAM brauchen. Wenn ich jetzt auf dem Gerät zum Beispiel diese Video-Processing-Unit mit verwenden will, dann funktioniert die nur richtig, wenn die auch so ein Stückchen SRAM bekommt. Und dadurch wird natürlich mein Teil des SRAMs, den ich für das Opti benutzen kann, kleiner. Okay. Also das könnte man schon machen, aber ist bisher nicht implementiert, und bisher hat sich da auch, also haben sich da noch keine Entwicklungen ergeben. Was ist euer Use Case? Also es klang so, als würdest du das arbeitstechnisch machen, oder? Genau, ich mache das arbeitstechnisch ein bisschen. Ein Ding, wo ich dran bin, ist, es gibt einen Patchset von einem der Mitentwickler bei Opti, das nennt sich Secure Key Storage. Das tut nach außen so, als wäre es eine PKCS 11 API. Und dann kannst du da halt einfach deinen Private Key im Opti generieren lassen, und dein Private Key verlässt dein Opti.
Das ist die Idee dahinter. Und auf der anderen Seite gab es jetzt letztens einen Patch-Set und eine Applikation von Microsoft. Die haben einen 5er TPM implementiert. Wir heißen, da tut das Opti einfach so, als wäre es ein TPM. Cool. Also ein Trusted Platform Module. Und dann tut der Kernel halt alles das, was er mit einem normalen TPM auch machen würde. Ja. Genau, das war auch das, wo ich aktuell noch ein bisschen dran geschaut habe, wie man das zum Laufen kriegt. Und das ist ein bisschen frickelig, weil die da greifen so mehrere bewegliche Teile ineinander. Also wenn ich einen TPM habe, dann braucht das ja als erstes mal einen Bereich, in dem es Daten ablegen kann. Und während ich meinen Kernel starte, läuft aber mein T-Supplicant noch nicht, der Daten ablegen könnte, um sie zu speichern. Dementsprechend braucht man dann eigentlich eine andere Art der Datenablage. Die ist auch implementiert, allerdings hat das Board die nicht. Weil es keine EMMC gibt, wo es diese Blöcke gibt, in die ich einfach so reinschreiben kann, auch wenn der User Space noch nicht läuft. Und das sind so die kleinen Probleme, mit denen man dann zu kämpfen hat. Okay. Oh, cool.